Samstag, es ist 5.30 Uhr. Gerade hier meine Abfahrtskontrolle gemacht. Ich habe noch den Cut, den 323 geladen. Und der geht heute Morgen nach Trier. Danach weiß ich noch nicht. Ich weiß, dass Container umgesetzt werden an eine neue Baustelle. Ich glaube, das machen meine zwei Kollegen und unser Autokran. Die Container von Bexbach, die gehen nach Baumholder. Ja, schauen wir mal. Vielleicht muss ich dann noch, wenn ich einen Dreher leer habe, dass ich nach Kietrich fahre. Mal gucken. Vielleicht hat auch die Walze einer meiner Kollegen gestern Mittag geholt. Die Zufahrt ist frei. Morgens schon so, einer steht hier, zwei Stück stehen hier. Fahre längst um den Kurs, der hat so nicht gelegen, 3,50. Meier! Die ich gestern in Kietrich holen sollte, hole ich jetzt da diese Walze weg und die geht dann hoch nach Sembach auf den Heuberg. So rum, ich krieg's doch noch geregelt hier. So, 10.15 Uhr, ich bin gleich an der Baustelle. Yes, es bleibt ganz locker. Bleibt ganz locker, alter Schwede, ey, so. Egal. Weitermachen. Ich an der Baustelle. Bin ja aus der anderen Richtung gekommen. Ja, das sieht mir, die Auffahrt sieht sehr schwierig aus. Schauen wir mal. Dürfte mal. War ja alles recht fest, alles recht gut abgewalzt. Sollte passen. Ja, sollte. Dass ich da hochkomme. Wie die Straße hier aussieht, fahren hier auch mehrere Fahrzeuge. Ich gehe davon aus, Betonmischer. Schauen wir mal.
Das sieht sehr schmierig aus. Aber es sollte nur auf der Oberfläche. Ach, geht, alles gut. Alter, also. Und die Sauerei hier an, das ist doch. Doch echt nicht mehr feierlich, sowas. Ich will hier nicht laden. Ich habe hier überhaupt keinen Bock drauf. Sorry, dass ich das jetzt so sage. Auf die linke Spur versuchen. Habe ich aufgesetzt vorne. Sieht so aus, als hätte ich das hier weggeschoben. Mit meiner Front vorne. Ich guck mal ein bisschen weiter rechts. Ach, halt doch die Busch. Ob ich jetzt überhaupt noch mal loskomme? Warum ist auch niemand hier bei dem Kackwetter? Entschuldigung. Ich werde hier rechts am Berg stehen bleiben. Ist mir auch ein bisschen mulmig, ne? Hier rechts sieht noch nicht so schlammig aus. Einer noch. Einer noch, wenn das auch nicht geht. Sein. Oder,
wieder vom Lied. Das ist innen drin. Ich fahre jetzt doch nach Kietrich und hol die Raupe, die Walze dort ab. So, ich bin jetzt hier in Bach, Heuberg oben. Heute fahre ich nicht rein. Ich bleibe hier vorne stehen. Falls da frei ist. Sieht gut aus. Rein und stoß dann rückwärts in diese Straße hier rein. Ist frei, okay. Der Longreed steht hier vorne, der ist garantiert zu mitnehmen. Garantiert soll ich den noch laden. Also, wir haben den, haben wir den 22. heute. Ich muss gerade mal gucken. Heute ist der 22. November. Ganz offiziell. Ich stoße jetzt rückwärts hier rein, lade den Longreach. Die erste Maschine, die dieses Jahr für die große Weihnachtsparade nach Hause kommt. Ich glaub's gar nicht. Jetzt fahre ich hier rückwärts rein. Muss ich nicht mehr durch die Pampe unten durchfahren.
Karte gewechselt, die zeigt schon wieder halb voll an. Egal. Also, wie gesagt, eben offizieller, für mich erster Homecoming-Bagger des Jahres 2022. Morgen früh. Ich werde den Bagger hier vielleicht heute noch abladen, schauen wir mal. Vielleicht mache ich es morgen früh. Ist ja schon wieder 17 Uhr. Dann sattel ich um, hänge mir den Rampentieflader drauf. Dann fahre ich nach Ruckenhausen und fange dort an, die Siebanlagen nach Hause zu holen. Unsere Fliege. Bei dem Wetter jetzt eh nichts mehr. Ich denke, das wird vielleicht noch ein, zwei Tage schön werden oder so. Aber dann ist das Material ist so nass, dass man dann eh nicht mehr sieben kann. Also fangen wir langsam an. Alles, was eh nicht mehr gebraucht wird auf der Baustelle, geht nach Hause. Eieieiei, Gangwind geschärft. Machen wir dann morgen. Und dann geht es morgen weiter mit dem Rampen-Tieflader und Siebanlagen fahren. Yay, ich freue mich. Nee, ich freue mich gar nicht, aber es muss ja gemacht werden. Ja, machen wir das so, dass wir diese Folge hier beenden. Ich laber wieder einen Stuss zusammen, ja, ich weiß. Egal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat wieder etwas Spaß gemacht, trotz meinem Gelabere hier. Ja, dann bis zur nächsten Folge.